Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Player Base. Wie ihr seht, habe ich hier wieder den Spielstand vom Anfang des letzten Parts geladen, war es, meine ich. Genau, weil die Siedlung war nicht wirklich mehr zu retten. Genau, und deshalb haben wir hier jetzt wieder ziemlich viel Metall und ziemlich viel Bioplaste, das freut mich. Genau, und das heißt, wir sollten hier jetzt zuerst mal ein paar Bäume hinstellen, weil sich die Leute mich an diesen Bäumen dann erfreuen können. Die müssen nur einmal von dem Baubot gepflanzt werden. Genau, und wir haben gar kein Heilpflanzenfeld, das sollten wir vielleicht auch noch gerade mal hier hinstellen. So, und dann wachsen die jetzt und dann können sich die Leute daran erfreuen. Genau. Und dann brauchen wir jetzt dringend einen Landeplatz, der vielleicht nicht dahin soll, sondern eher hierhin. So, und dann brauchen wir hier noch eine Luftschleuse. Wie schon angedeutet. So, und dann lassen wir die Geschichte erstmal hier stehen. Und das hier. So, der hat die Verbindung noch nicht genommen. Genau, und dann müssen wir hier nämlich auf neue Kolonisten warten. Genau, und wir brauchen auch noch ein neues Energien. Wir brauchen auch noch mehr Energie. So, das heißt, wir brauchen noch mal ein großes Windrad. Genau, und da unsere Essensvorräte gering sind, aber die Biologen nicht mehr aushalten würden, muss ich gleich die Landeerlaubnis auf 100% Biologen stellen, damit erstmal möglichst viele Biologen hier kommen. So, jetzt wird aber erstmal ganz viel Zeugs hier angeschleppt. Genau. Also ist dieser Part, der zweite Versuch vom letzten Part. Genau, nur auf Dauer wollte ich das dann so haben, wie ich es im letzten Part gebaut habe. Genau, sorry dafür, dass die Videos im Moment ein wenig, wie soll ich sagen, dass ich mir nicht so viel Mühe dabei gebe oder irgendwie sowas. So, wir stellen hier mal 100% Biologen ein. Genau, weil im Moment vor kurzem war Gamescom. Gestern war Gamescom, da war ich. Und dann, habe ich noch hier anderes vor und bald fängt auch wieder die Schule an. Das heißt, da muss ich dann hier auch mein Zimmer mal wieder auf Schule herrichten. Genau. Und deshalb ist im Moment ziemlich viel los bei mir und deshalb kommen die Videos gerade, scheiße, ein wenig zu kurz. Genau, entschuldigt das. So, Metall ist leider nicht mehr da. Das ist schade. Und wir haben kein Essen mehr, aber ich hoffe, gleich kommt hier neues Essen. Ja, das sieht doch gut aus. So. Dann sollte hier mal jemand hingehen. Ah ja, eine Sanitätsstation brauchen wir auch noch, aber wir müssen hier jetzt erstmal auf neue Kolonisten in Form von Biologen warten. Genau, und dann, oh shit, wir haben über Nacht nichts ansammeln können. Das heißt, wir hauen diese Sache hier nochmal weg. Und dann, nein, das hier dürfen wir nicht abreißen. So, und dann müssen wir das jetzt nämlich hier rüberbringen. Das hier kommt weg.
Ja, wir haben im Moment wirklich nicht viel, womit wir haushalten können. Ah, aber da kommen neue Biologen. Ach nee, das ist nur ein Handelsschiff. Naja. Dann können wir hier immerhin Mahlzeiten mithandeln. Übrigens, Mahlzeiten sind genauso teuer wie die Rohstoffe für die Sachen. Genau, die Ersatzteile brauchen wir noch, wie man ja in der letzten Sache gesehen hat. So, ach, wir haben die 1 nicht. Wow, das ist natürlich toll. Da müssen wir hier nochmal Stärke verkaufen. So. Weil normalerweise schmeiße ich hier... Oder nee, weißt du was? Wir schenken dem einfach eine Geldeinheit. Genau, und ja. Genau, Schlafsäle brauchen wir auch noch. Aber zuerst mal sollten wir an das Wichtige denken. Das Wichtige ist im Moment... Dass wir... Oh, shit. Dass wir ein bisschen Energie bekommen. Ja, weil die Sauerstoffversorgung geht hier auch langsam zur Neige. Gut, jetzt kann der Transportpod immerhin das hier schon mal reinbringen. Liegt hier drin was? Nee, aber hier drin ist einmal Erz. Gut, das heißt, das Handelsschiff fliegt jetzt weg. Und dann... Bekommen wir hier ein wenig neue Mahlzeiten? Ja, und bei diesem Spiel merkt man auch, man ist hier ja, kann hier ja das Geld nur bei den Handelsschiffen ausgeben. Und das heißt, sobald die Handelsschiffe weg sind, also wenn man sich von dem Geld, was man hat, sich nichts kaufen kann, dann verliert das Geld ja auch irgendwie an Wert. Und ja, das merkt man bei diesem Spiel recht gut, wenn gerade kein Handelsschiff da ist und es gerade irgendeine Knappheit gibt. So, dann kannst du hier noch einmal kurz fertig die Sache machen. Hör jetzt bitte nicht bei 98% auf. Danke. Ja, bei 100%, aber naja. So, dann könnt ihr mal wieder in die Mine gehen. So. Und dann warte ich hier auf neue Kulissen. Ich hoffe, die Basis ist gut genug geführt dafür. Das gibt es ja manchmal. Gut, noch dreimal Bioplaste und zweimal Ersatzteile. Das heißt, wir müssen auch dringend an Ersatzteile denken. Aber jetzt muss erstmal das hier fertig werden. Befehlt doch noch da ein einziges Mal Metall. Dafür brauchen wir aber noch einmal Erz. Und das Erz wird hier gleich bald abgebaut. Genau, und dann sollten wir als nächstes eine Sanitätsstation holen. Boom. Genau, und die Sanitätsstation können wir dann, irgendwo hier dran setzen. Genau, da, wo wir sonst den Schlafsaal dran gesetzt hätten. So, Essensvorräte sind gering. Warum sind die Essensvorräte gering? Hier liegt doch genug Essen. Genau, hier. Das habe ich ganz vergessen. Man kann das hier natürlich ausklappen. Und dann sieht man hier, wie viel man vom jeweiligen Zeug hat. Sehen wir zum Beispiel, dass wir 4-mal Metall haben, 7-mal Bioplaste, 2 Heilpflanzen und keinen Strom. So... Ach, du kannst das hier gar nicht alleine schultern. Hm, das ist natürlich doof. So, da kommt der Arbeiter wieder. Das Metall nimmt der Transportbot. Ey, das hättest du ja auch gerade noch mal mitnehmen können, nicht wahr? Naja. So, dann kann der eine Typ das Metall... Das Erz gerade mal wieder zu Bioplaste... Ach, nicht zu Bioplaste, zu Metall verarbeiten. So, damit wir dann hier die Windturbine bekommen. Genau, und danach brauchen wir dann halt eine Sanitätsstation für einen gebrochenen Knochen hier irgendwo da. Bei Medizinpacks haben wir genug. Noch. So, und danach brauchen wir auch eine Schlafstation, die ist auch ganz wichtig.
So, warum bekommen wir denn hier kein Essen? Weil wir zu wenig Essensvorräte haben, oder? Gut, dann würde ich sagen, wir reißen das hier einmal ab. Und setzen dann hier einen weiteren... Hey, Meteorit? Und setzen dann hier einen weiteren Essensfertiger hin. Damit wir dann das Essen, wenn es denn hier fertig wird, auch schneller verarbeiten können. Noch ein Handelsschiff. Firma Metall, das nehmen wir sofort. Halbleiter, genau, die braucht man für Bots. Genau, so ein Bot kostet halt 160. Genau, und was können wir dafür geben? Ein wenig Bioplaste. Ein wenig Arzneimittel. Und dann noch... Wir haben nur eine Mahlzeit, okay. Ich glaube, solange wir keine Mahlzeiten haben, kommen keine neuen Kolonisten hier hin. Das heißt, wir sollen immer die Essensfertiger ein wenig besser befüllen. So, das hier sollte man auch sowieso mal priorisieren. So, die schlafen jetzt alle eine Runde. Auf dem Boden natürlich. Wir haben hier noch keinen Schlafsaal. So, und der Strom geht uns aus. Ja, danach sollten wir aber etwas Metall bekommen. Hier ist auch 85% Metall. Nur danach hat er sich schlafen gelegt. Wow. So, der Transportbot ist leer. Der Baubot hat keinen Bock, das Zeug da hinzubringen. Ah, da ist jemand aufgestanden. Das ist schön. Der eine Biologin. Ein Biologe ist aufgestanden. Und der kommt jetzt nicht mehr rein. Yeah. So. Genau, so langsam könnten die Leute wieder alle aufwachen. Gut, dass so ein Knochenbruch nicht tödlich ist. So, der Ingenieur schläft anscheinend noch. Genau, da liegt er. Ist schon irgendwie ein lustiger Anblick, wenn alle Leute auf dem Boden liegen. So, einmal Bioplaste fehlt noch und dann können wir auch gleich mal hier das bauen. Danke sehr. So, dann haben wir ein wenig Metall bekommen. So, der Ingenieur geht jetzt erstmal raus und repariert den Transportbot. Der Baubot zieht hier das neue Windrad hoch. Das ist eine sehr gute Idee. So, und dann würde ich sagen, wir bauen zuerst die Sanitätsstation. Und dann die... Hier die Krankenstation. Und dann die andere Sache. So, da schließen wir mal da dran. Ist auch ein T-Gebäude. Das heißt, daran kann man auch nichts weiteres dran schließen. Da unten ist ein T. Genau, Sackgasse. Diese Struktur kann nur eine einzige Innenverbindung haben. Genau, und dann würde ich sagen, ein Sandsturm steht kurz bevor. Mhm, das würde ich auch sagen. So, und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt nächstes ein... endlich mal hier einen Schlafsaal hin, damit die Leute sich ein wenig schlafen legen können. Genau, und dann müssen wir auch gucken, dass wir möglichst viele verschiedene unterschiedliche Arten an Unterhaltung haben, damit die Leute halt sich irgendwann gelangweilt fühlen. So. Genau. Ja, der Baubot. Am liebsten würde ich es sehen, wenn die ganzen Leute einfach automatisch drin bleiben. Aber naja. Das kannst du ja nur mit einem Kontrollzentrum ermöglichen, aber das ist im Moment zweitrangig. Na, der Ingenieur macht sich jetzt schon mal auf den Weg nach drinnen. Genau, es gibt auch später noch eine eine Station, wo sich die Roboter von selbst reparieren können. Na, das wollte ich auch auf jeden Fall bauen. So, die Biologin wäre schlecht, wenn wir die verlieren würden. So, wie sieht es aus mit den Feldern? Das sieht im Moment ganz gut aus. Ich hoffe, ihr verkraftet noch ein weiteres Feld, was ganz langsam ist. So. Ah,
das ist der Timer. Wie ihr seht, wir haben es schon 7:30. Ja. Gut, das heißt, hier wird dann gleich noch ein neues Feld gebaut. So. Genau, und dann... ich hoffe, die Biologin überlebt das. Diesen Ausflug in den Sandsturm. Da steht einmal Metall und einmal Bioplaste. Lol. Ach, jetzt ist der Sandsturm rum. Das ist schön. So, und dann ist der Part auch vorbei. Wir richten noch einmal gerade die Krankenstation ein, wenn sie gleich fertig gebaut wurde. So, und dann kann sich jeder Verletzte auch hinlegen und von der Sanitäterin behandelt werden. So, ja, wir sollten etwas sparsam mit der Bioplaste umgehen. So, das Maisfeld wurde jetzt auch gebaut, das fängt auch an zu produzieren. Gut, ich hoffe, ihr kommt damit soweit klar, ihr beiden Biologen. So, da haben wir einmal Heilpflanzen. Schön, dann kann sich der Typ jetzt da hinlegen. Hier werden die Arzneimittel, genau, die Arzneimittel eingelagert. So, wo ist denn der Typ? Wurde er schon geheilt? Da gab es eine Wunderheilung. Nee, wahrscheinlich wurde er schon geheilt. Das ist gut. Das freut mich. So, da wird neues Essen gemacht. Und ich weiß, dass unsere Essensvorräte gering sind, deshalb versuche ich hier auch schon nochmal was hinzusetzen. Oh, bitte. Nur ein Handelsschiff. Gut, das heißt, wir holen uns einmal kurz neue Sachen. Dann verkaufen wir im Gegenzug unsere Heilpflanzen. Lol, wir haben Metall zu viel. 20 brauchen wir noch. Ach, nee, wir verkaufen einmal das hier. Noch einmal Medizin. So, genau, und das meinte ich dann halt jetzt, dass die Leute hier nur eine Luftschleuse haben. Naja, aber jetzt ist es noch nicht ganz so wild. So, und dann hoffe ich mal, dass wir auch mal unsere Kolonie so gut führen, dass wir ein paar neue Kolonisten bekommen, weil die brauchen wir dringend. Vor allen Dingen neue Biologen, die hier das Ganze warten. So, obwohl die Biologen kommen hier eigentlich recht gut zurecht, glaube ich. Das heißt, ich hoffe, sie kommen auch mit dem anderen Feld gut zurecht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wo wir dann den Schlafsaal bauen und dann vielleicht auch schon hoffentlich ein paar neue Kolonisten bekommen. Ich schließe das hier noch gerade einmal an. Und dann sage ich bis dann und tschüssi.